So, was geht ab, YouTube? Wir sind hier heute mit dem lieben Hasuna und lesen uns die Wattpad-Stories von BZ und Hasuna durch. Der Hasuna kann das kaum glauben, dass es wirklich Stories über ihn gibt und er weiß gar nicht, wie unangenehm das ist. Mir war das letztens tot unangenehm. Ich wünsche jetzt viel Spaß, Bruder. Okay, hier, Hasuna und meine verbotene Liebe ist sehr frisch, wurde ganz frisch geschrieben, gestern noch, an Valentinstag. Okay. Krass. Boah, hat jemand an Valentinstag an dich gedacht? In Valentine. Ich war ganz normal auf YouTube unterwegs. Es war mein Geburtstag, der 2.2. Februar im Jahr 2022. Ich habe ein Lied gefunden, das hieß Bitter von Hasuna. Ich klickte drauf, um zu hören, es war schön und der Hasuna gefiel mir am meisten. Er war so wunderschön, habe mich sofort verliebt. Nach einem Jahr kam er zu Icon 5. Ich war so fröhlich, ich habe ihn nun nur verfolgt und noch mehr verliebt. So, ich schließe genauso, wie es hier steht, ne? Bin so verrückt nach ihm, dass ich ein Hasuna gebastelt habe und in mein Zimmer stehen habe. Die hat einen eigenen Hasuna gebastelt. Eine Statue. Also die ist mich... Na, oder oh, Mann, ah, ey, Bruder, chill! Ja direkt draufgegangen. Was meinst du, Bruder? Weißt du, was ich gedacht habe? Wie weit bist du schon? Oh, warte mal. Ja, ich mach langsam, aber ich hab verstanden, die hat eine Puppe aus mir gebastelt. Nein! Diese Puppe. Ich weiß doch nicht, Bruder. Ja, nee, müsst ihr mit mir reden. Chill. Das war erst der Anfang, Bruder. Ja, okay. Der Teil kommt noch. Ja, tamam. Weißt du aber, was ich verstanden habe? Diese Puppen. Ja, es gibt doch Puppen, Bruder, aus was weiß ich, aus Silikon, Melikon. Oh. Ich dachte, die hat so ein... Ich dachte... Hör mal zu. Ey, Wallah, kommt runter. Ich dachte, die hat so ein erstellt... Ne, und hat mich da liegen und dann hat das mein Kopf sowas aufgenommen. Aber das wäre noch einer zu viel, Bruder. Ja, okay, sorry, tut mir leid, ja. Wallah, so habe ich das verstanden. Ey, geil. Oder so, kennst du die Story schon? Geht's in die Richtung? Nein, ich kenne nicht. So habe ich das empfunden. Also so in meinem Kopf hat mir so gesagt. Okay, da waren kurz nur zwei Gehirnzellen. So, und in meinem Zimmer stehen habe und jeden Tag ein T-Shirt von ihm habe, schlafen von ihm und Mate. So, ich lese es genauso, wie es hier steht. So, er war mal live. Ich bin natürlich reingegangen und habe gesagt, wie ich ihn liebe und mein Instagram gegeben. Natürlich hat er mich angeschrieben und wir hatten ein bisschen Dirty Talk. Ich war so geil auf ihn, weil ich blind verliebt bin. So, das ist der erste Teil. Danach geht's weiter. Wir haben uns so verliebt, dass wir uns entschieden haben zu treffen. Er ist zu mir gekommen, aber er ist mit seinem Freund Danny. Einfach, der ist sein Freund geworden, Danny. Der ist sein Bruder, sein Mensch und sein Alles. Wir haben uns nicht so wohl gefühlt, weil wir nicht alleine waren. Wir haben nur ein paar Dinge besprochen, zum Beispiel, wie geht's und wie läuft Schule. Schüler geworden? Die hat einfach zu Schüler geworden. Wir waren alleine, nee. Wenn wir alleine wären, wäre es alleine ganz anders. Und in meiner Stadt kann man auch nichts so tun, also war es sehr langweilig. Nachdem er gegangen ist, hat er mich kräftig umarmt und mir sanft ins Ohr geflüstert, Süße, wir sehen uns das nächste Mal. Und ich komme alleine. Ich wusste nicht, was ich erwarten soll. Vielleicht konntest du ein Mann sein, nur zur Sicherheit in der Generation, ich habe dich lieb, dein Badawi. Wow, ich war heiß drauf und konnte nicht mehr gerade stehen vor Druck. Ich freue mich auf das nächste Treffen. Heiße Emoji. Die Besprechung, Planung von eurem Treffen. Nach dem Treffen haben wir nicht mehr auf Instagram geschrieben, sondern es wurde ernster und wir haben auf WhatsApp geschrieben. Und fast jeden Tag telefoniert. Wir haben uns echt verliebt. Wir haben viele Pläne gemacht für unser nächstes Treffen. Dass wir uns ein Hotel nehmen, damit wir mehr Zeit haben, weil er nicht lange bleiben kann. Oder er bleibt für die ganze Nacht oder dann eins bis drei Stunden, was sehr schade ist. Wir haben unser Hotel gebucht für 2 Tage. So, finale Treffen. Endlich nach Monaten Planung haben wir uns getroffen. Und das alleine. Wann wir uns gesehen haben, sind wir zueinander gelaufen und haben uns kräftig umarmt und geküsst. Ich merkte, wie seine Es war so schön. Er packte meine Hüfte. Gott sei Dank war es zu spät und keiner war da. Wir standen da und haben... Er war so geil, man hat gesehen... Beim Schreiben hat die das sogar gefühlt. Was für einen Größenunterschied wir hatten und den Alterunterschied. Aber uns war das egal. Wir sind in ein wunderschönes Restaurant gegangen und der hat ausgegeben. Ich habe nicht viel gegessen, weil ich wollte nicht unhöflich vorbeikommen. Hasuna hat seine richtige Seite gezeigt. So wie er immer ist, selbstbewusst und so wunderschön wie er ist, heiße Emoji. Wir haben viele Gespräche geführt, nicht so wie beim ersten Treffen. Und haben uns nebenbei auch immer wieder geküsst. Wallah, was ist das für ein Treffen? Ihr redet miteinander, küsst euch, redet, Bruder. So.
wieder geküsst, weil wir das nicht fassen konnten, dass wir uns wiedersehen und es was Ernstes wird. Jetzt sind wir im Hotel, jetzt muss ich wirklich Dingens. Hotel so. 18 plus, jetzt muss ich umswitchen. Wir haben dann im Hotel eingecheckt und haben uns zusammen umgezogen und haben uns nebeneinander hingelegt. Er kam immer näher, wir haben uns angefangen. Noch nie. Er war so krass, dass ich mich nicht mehr erinnern konnte, weil er so. Bruder, was sind das für Küsse, Bruder? Ich wollte kurz aufstehen in meinem weil ich Durst bekommen habe und habe gesehen, wie er vor mir sitzt und ein Riesenstrahl. Willkommen, Lat! Ich habe es schnell wie möglich getrunken und habe ein weißes T-Shirt an und habe das Wasser verschüttet, das war meine. Was ist das egal? Da kommt gar nicht darauf klar, den Ding, Bruder! Das ist unangenehm, ne? Alles gut. Ah. Ich hab dich gewarnt, Bruder. Ich habe ruhig mein auf dem Boden liegen lassen. Ich bin mit meiner gegangen. Boah, das tat gut. Ich hab gestillt wie noch nie. Es war so schön, auch seine Blicke zu beobachten, wie geil ich ihn machte. Er hat natürlich auch gestöhnt, weil es geil war. Wir haben uns gegenseitig schöne Augenkontakte gehalten, dass ich schon fast kam, aber wollte noch mehr von diesem Mann haben. Ich stand ruhig auf ihn und habe... Dann hat er mich auf das Bett gepackt und meine Beine waren auf seiner Schulter. Und er hat immer rein und raus gedrückt. Bruder, das ist hart, Bruder. Ich sag doch, die hat richtig auf Kacke gehauen, mit ihrer Fantasie. Oh, Bruder, ich muss weinen, Walla. Die ist im Film. Also, ich muss sagen, deine ist, die ist auch sehr krass. Ich konnte nicht mehr atmen durch... Er hat zu heftig und hart alles gemacht. Natürlich wollte ich auch ihn... Hat. Ich war auf Wolke 9. Er liest sich jedes Wort offen vor, Digga. Ja, okay. In der Zeit habe ich schon zwei... Und es hat sich angefühlt, als würde das ganze... Wir hatten doch ein Kondom, warum mache ich mir Sorgen? Abo! Nachdem wir mit allem fertig waren und er sein Kondom ausgezogen hat, haben wir gemerkt, dass es gerissen war. Wir waren im Schock, weil es war schon morgens um 2 Uhr. Wow, wir haben es 2 Stunden gemacht, so dolle. Wir haben keine Zeit, wir brauchen die Pille. Natürlich haben wir nirgendwo die gefunden und habe Angst. Er war immer noch schockiert und er meinte 48 Stunden, um alles noch gut zu machen. Lass uns in Ruhe schlafen gehen. Ich habe voller Schock ihm gesagt, wir klopfen bei jenen und fragen nach der Pille. Ich möchte kein Baby töten. Hasuna, ich habe Angst. Hasuna flüsterte in mein Ohr. Schatz, es wird alles gut. Schlafen schon, es bringt nichts. Lass dir in Ruhe. Wir gingen schlafen, nachdem er mir einen Kuss auf die Stirn gab und ich mich beruhigt habe. So, am nächsten Tag. Ich bin neben Hasuna aufgewacht und dachte mir, ich war nur ein Fan von ihm und jetzt schon seine Frau. Dann bin ich schnell aufgestanden, Wallah, wie schnell ging das, Bruder? Leute wollen heiraten. Wallah, das ist schon... Denkst du auch, diese Kondom war schon so geplant, damit die schnell ein Kind kriegt? Bestimmt, die hat das bestimmt selber aufgerissen. Ja, das war geplant, Bruder, die wollte. So. Nein, dann bin ich schnell. Krass, Bruder, Wallah, ich finde das heftig, Bruder. Das heftig, wenn ich jetzt so überlege, jetzt wirklich so, Wallah, das ist schon heftig. Und Menschen schreiben sowas, ne? Da geht jemand hin, jemand wie du, jemand wie ich, und schreibt einfach eine Geschichte über jemand anderen. Warum geht die dann nicht in so eine Branche rein, wo man schreibt wirklich so Geschichten und so und dies und das? Weißt du, wie ich meine? Wo soll man solche Geschichten? Bruder, wenn die so Fantasien hat, ne? Also nicht nur bezüglich diese Fantasien. Ich meine, egal was für eine Richtung Fantasien. Vielleicht ist das ihr. Ist es. Liebt ihr das so zu schreiben und diese Fantasien zu machen? Wieder das versucht zu retten. Ja, ich wandle das im Positiven um, Bruder. Ich will das auch irgendwo im Positiven. Ich hab euch das auch davor gesagt, dass ich das mache. Ich hab euch das auch davor gesagt. Ich muss sagen, die Story ist schon hart, Bruder. Die ist schon hart, aber ich hab Schlimmeres gelesen. Du hast wenigstens nicht. Bei mir genau war derselbe Teil, aber bei mir war das Ding. Bei mir wurde die ausgespannt und ich hab dann noch kassiert. So ein Ding war das. Du wurdest wenigstens nicht zu. Dann.
wieder zu den Betten gelaufen und habe, hast du mal gesehen, am Schlafen. Ich habe meine Augen nochmal zugemacht und schnell nochmal aufgemacht. Es war alles echt kein Traum. Ich musste mich übergehen, so viel mal. Ich habe Hasuna aufgewacht mit einem Sapfen. Schatz, wach bitte auf. Ihm hat das angemacht und er hat gesagt, na, eine neue Runde, Baby. Nein! Okay, das letzte kannst du lesen. Walla, das ist Walla, Fortsetzung folgt mit V geschrieben. Liest gerne meine Geschichte. Natürlich ist sie nicht echt, sondern frei erfunden. Aber ich liebe echt Hasuna. Und ich möchte, dass das alles passiert. Und was? Was? Das macht's ja schlimmer! Und das macht's ja alles schlimmer, Bruder. Die will ja nicht nur, das ist ja nicht nur eine Geschichte, die will, dass das wirklich passiert. Die will wirklich, dass das wird ja niemals passieren. Wohin, Alter? Ja, Allah, ja. Das ist schon hart unangenehm, Bruder, ja. Hättest du gedacht, dass das so passiert jetzt? Hättest du damit gerechnet, dass es schon so ich hart? Ich dachte jetzt nur, es kommt was und dies und das, aber die hat Eis gebrochen. Sie haben das Eis gebrochen. Bruder, aber ich komme halt darauf nicht klar, wie wirklich Menschen sowas schreiben können, Bruder. Ja, nee, tamam, so, man kann sich das einbilden, so, man ist verliebt, so, okay, verstehe ich. Aber Bruder, schreib doch sowas nicht. Bruder, Wallah, das ist unangenehm. Ja, ich Bruder. Ich bin ehrlich. Voll, ne? Ja, Wallah, das ist unangenehm. So. Ich bin jetzt bei dir gespannt. Guck mal, erstmal nur das Bild. Einfach, die nehmen da, wo du ein kleines Kind bist. So, erste BZ, große erste große Liebe. Vor 3 Tagen geschrieben. So, eines Tages ging ich, Fatima, alleine spazieren. Ich hörte Musik und war ganz chillig drauf, bis ich einen jungen Mann von der Ferne sah. Ich war schockverliebt, er sah einfach zu gut aus. Doch dann war ich irgendwie nicht mehr so chillig drauf. Er kam immer näher auf mich und schaute mich verliebt an. What the fuck, wie schnell geht das? Hoffentlich spricht er mich an, dachte die sich. BZ, ey, Fatima. Ja? BZ, du bist echt hübsch. Hübsch. Kommst du hier aus der Nähe? Fatima, dankeschön. Ja, ich wohne hier direkt in der um die Ecke. Und du? BZ. Ja, ich komme gleich. Ich komme eigentlich auch hier aus der Nähe. Fatima. Ach so, okay. Ich habe dich hier irgendwie noch nie gesehen. Bist du hier neu eingezogen? BZ. Ja, vor kurzem. Mit meinem Bruder hierher gezogen. Fatima. Oh mein Gott, kann es sein, dass der Ämter ist? Ja, klar, Bruder. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich, Bruder. So, stell dir vor, jemand spricht dich auf der Straße an. Stell dir vor, Asuna spricht mich an. Und ich sag, oh mein Gott, stimmt. Ist dein Bruder zufällig da? Ja, geh weg, Bruder. Was ist das für ein Zufall, Bruder? Ja, woher weißt du das? Fatima, wüsstest du gern. BZ, hä, was mit der falsch? Haha. Fatima, wie heißt du eigentlich? BZ, BZ. Und du? Fatima. BZ, schöner Name. Fatima, dankeschön. BZ, ich würde dich gerne kennenlernen. Ah, Nick, die werfen das einfach auf dich. Ja, ne, bei allen anderen war die Story so, dass die immer umschreiben. Ich schreibe, dass du die wolltest. Wenn du willst. Das macht's ja noch schlimmer, Bruder. Abo. So, das erste Treffen. So, sie kannten sich nach einer Zeit mehr und schrieben. Aber nur bis es zu einem Treffen kam. Beide waren sehr aufgeregt und schrieben eine Stunde bevor sie sich trafen. Der Chatverlauf. Fatima, bist du eigentlich aufgeregt? BZ, ja du. Fatima, auch. BZ, bist du eigentlich noch Jungfrau? Die zweite Frage! Fatima, ey, ja, wieso? BZ, nur so. Fatima, ah, okay, bis gleich. Sie trafen sich und holten sich Essen bei Subway. Ja, das ist komplett, also daran merkt ihr, spätestens jetzt merkt ihr, das ist Fantasie. Subway, Bruder, und BZ, das ist... Subway, da hat jemand echt nicht aufgepasst. Ja, Bro, ganz, ganz falsche Story geschrieben. Ich glaube, das war schon persönlich, ne? Boah, war das Essen lecker, BZ. Wallah, ja, sollten wir zu mir. Fatima, what the fuck, Junge, ich kenne ihn seit einem Monat. Nase, egal. Ja, können wir gerne. BZ, tamam, du kannst so bis 21 Uhr bleiben. Fatima, alles gut, ich bleibe nur bis 20. BZ, okay. 15 Minuten später kam sie an und BZ verhielt sich komisch. Fatima, alles gut. BZ, ja, wenn sie nur wüsste, Punkt, Punkt, Punkt. Okay, gut. Gut, ja. Ende ist ich offen. Ich bin gut davon weggekommen. Ja, ne. Tamam. Wenn sie nur wüsste, vielleicht hast du noch eine Frau. Oder vielleicht, dass du noch weitere Sachen hast und die weiß gar nicht, dass du so vielleicht nur mit anderen Frauen auch bist. Vielleicht kann auch sein, dass sie so dachte. Ich will gar nicht wissen, Bruder, ich sag dir ehrlich. So, ey, was war für dich der unangenehmste Moment gerade? Aber wo du gesagt hast, boah, Bruder, das war einer zu viel. Mit dem Speer und was?
Und der hat meine Beine auch selber, die war voll... Voll detailliert, ne? Ja, Bruder, ja. Und das Schlimmste ist ja, die hat ja gesagt, das soll ja nicht nur eine Geschichte sein, die hofft, dass das wirklich passiert. So, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich bin...